Ja, ganz Leipzig wird heute noch mal mitfeiern. Und meine Kollegin Susanne Blum ist für uns schon mittendrin. Sie ist mir jetzt aus der Innenstadt zugeschaltet, Susanne. Ist die Hand schon in der Hand der Fans? Ja, wirklich, die Fußballfans schon wirklich alles in der Stadt übernommen. Wir sehen hier wirklich die türkischen Fans schon in Vorfreude, außer Rand und Band, in Rot-Weiß gekleidet. Aber wenn wir uns mal umdrehen und hier rüber gehen, so, hier war mal ein bisschen, hier, die haben die Österreicher auch in Rot-Weiß, genau. Also auch hier wird gesungen und gesprungen, wie gesagt, alles rot-weiß. Aber das, genau, wir werden sehen, wer es heute Abend auf dem Platz austrägt. Und wir wollen eigentlich noch ein bisschen ins Gespräch kommen mit Axel Hübkes. Sie sind der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Sachsen. Wir sehen es jetzt hier gerade, die Kneipen sind voll, es wird getrunken, es wird gegessen, die Leute haben hier geschlafen. Wenn Sie eine vorläufige kleine Bilanz ziehen, hat Leipzig profitiert von dieser Europameisterschaft? Ja, schon alleine des Images wegen. Ja, es ist ja so, ich meine, schauen Sie sich um, wir hatten auch die anderen drei Spiele, wo die Stadt voll war. Die Leute waren gut gelaunt, die gegnerischen Mannschaften sich zum Teil in den Armen lagen und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir sind eine weltoffene Stadt und ja, wenn so ein positives Image dann nach draußen gestrahlt wird, können wir hier in Leipzig nur gewinnen. Sie haben ja vorhin schon panierte Schnitzel, sagt er. Wir haben auch schon vorhin gelesen, Schnitzel, better than, was war es, Kebab, genau. Also hier sind wirklich alle heute im Fußballfieber. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen, die Zahlen, die sagen Sie ja vorhin auch, die kann man gar nicht so jetzt schon auf den Tisch legen, ist immer ein bisschen schwierig. Sie setzen ja auch im Prinzip auf den Effekt, dass die Leute wiederkommen, ne? Genau. Also ich glaube, Leipzig gibt ja so viel her, dass es auf jeden Fall, wer einmal hier war, und das zeigen uns immer wieder die Gäste-Response, also das, was wir zurückbekommen, was auch wir in den Bewertungsportalen bekommen, dass sie begeistert sind von Leipzig und dass diese Weltoffenheit, die wir hier haben, und dass das einfach animiert, wiederzukommen. Und das ist einfach schön, wenn man diese bunten Bilder hier sieht. Und das ist egal, welche Nationen hier waren. Das war eigentlich immer mit guter Laune begleitet. Und das ist das, was wir wollen. Ja, gute Laune, sagen Sie. Wir gucken mal, die Österreicher, die feiern da auch schon weiter und trinken ihr Bierchen dabei. Ist es so, dass vielleicht einem Fußballfan das Geld auch ein bisschen lockerer in der Tasche sitzt? Naja, ich glaube, da muss man ein Stück weit unterscheiden. Natürlich, mit der Nationalmannschaft oder mit einem Ticket von einer Europameisterschaft ein Wochenende zu gestalten oder ein paar Tage zu gestalten, da sitzt das Geld immer lockerer. Das ist wie beim Oktoberfest. Da kann das Bier auch 20 Euro kosten. Eins nimmt man auf jeden Fall. Und so ist das. Das wird zu einem Event, was man nie vergisst. Ich danke Ihnen, Herr Hübkes. Und dieses Event, das haben die Fans aus Österreich, aber auch aus der Türkei heute noch vor sich. 21 Uhr wird das Spiel hier in Leipzig angepfiffen. So, ihr könnt noch mal ein bisschen Stimmung machen, heute Vorbereitung für heute Abend, genau. Und dann wird da ordentlich gefeiert. Und ich sag mal so, wir bleiben in der Stadt, gucken uns auch noch die Fanmärsche an. Und die Oper, die auch schon angesprochen wurde, auch die treffen wir heute noch hier in Leipzig.